Hallo liebe Trader-Kollegen, ihr seht und hört hier die Markteinschätzung für den DAX für Mittwoch, den 9.10. Mein Name ist Jürgen alias Gorilla Trader. Ich bin privater Trader und Investor. So, nachdem wir ja den heutigen Nachmittag hier im Live-Video, also der Live-Trading verbracht haben, raucht bei mir ein bisschen der Kopf. Das war schon wieder zu viel des Guten. Was ich aber für morgen ankündige zu 95%, das muss ich aber im Haus hier noch abklären, dass die das wissen, von 9 Uhr bis 11 Uhr Live-Trading hier bei mir. Ich werde den Kanal schon um 8.30 Uhr freischalten. Dann werdet ihr sehen, wie ich mein Ding aufbaue. Und dann werden wir die Märkte analysieren und einfach den einen oder anderen Trade starten, wenn es sich denn ergibt, welche Strategie ich hier anwende. Ob ich hier jetzt die einfache Strategie, wo ich nicht sehr viel denken muss mit den Boxen, oder ob ich hier einfach Trendrichtungen handle. Das werden wir dann sehen, was der Markt hier uns erlaubt. So, für die heutige Tageseinschätzung war ja die Annahme, dass der DAX hier bis in diesen Widerstandsbereich bei rund 12.142 laufen könnte. Das hat er dann letztendlich gemacht und ist hier schon, also gestern Abend hat er schon das erste Mal, bis um 19 Uhr schon hier hingelaufen, in den Bereich von diesen 12.140. Dann nach unten abgeprallt und heute um 8 Uhr mit der Eröffnung hat er hier noch einmal ein bisschen drüber geschaut und ist dann letztendlich auch nach unten abgerauscht. Ich habe jetzt hier neu reingezeichnet, das hier war ja so die Einschätzung. Neu dazugekommen ist heute im Lauf des Tages dieses 61er Fibonacci, das hier jetzt letztendlich eventuell als Unterstützung fungieren könnte. Das wäre auch gepaart hier mit diesem ehemaligen Widerstandsbereich zur Oberseite hin. Wir haben hier eine Kerze mit einer sehr langen Lunte. Also meiner Einschätzung nach ist hier Interesse vom Markt vorhanden, den DAX hier zu kaufen. Und aus dieser Korrektur heraus bestünde jetzt die Möglichkeit, dass wir hier hochlaufen könnten in den nächsten Tagen, eventuell auch schon morgen. Das muss man gerade mal schauen. Das sind von hier 12.014 Punkte, bis hier sind es 12.237 Punkte. Das sind rund 215 Punkte in etwa. Also das kann er hier gut und gerne in einem bullischen Tag auch bewerkstelligen. Morgen ist Mittwoch schon, wie gesagt. Interessant wird dann hier ab Donnerstag, der 10.10. mittags, was hier mit dem Zollstreit passiert. USA und China sitzen ja zusammen. Insider haben hier schon verkündet, dass die Chinesen im Begriff sind, hier schon am 11. dann abzureisen. Also hier ist auch schon ein Plan, würde hier schon stehen. Und das ist eigentlich dann schon ein schlechtes Signal im Vorfeld. Wie kann der DAX hier weitergehen? Also wie schon erwähnt, aus diesem 61er Fibonacci wäre jetzt fürs Erste der Bereich 12.073. Dann muss er hier letztendlich auch wieder durch diesen Widerstandsbereich kommen, um dann hier oben dieses 61er Fibonacci aus dieser Abwärtsbewegung anlaufen zu können. Und hier muss man wiederum den Markt beobachten. Geht er hier oben rüber oder prallt er hier letztendlich ab bis in den Bereich 11.742. Auch aus diesem Bereich ist es durchaus möglich, leichte Korrektur bis hierhin und dann eine weitere Abwärtsbewegung zur Unterseite hin. Wenn ich das hier jetzt anlege mit einer A, B, C, D, dann wäre hier aus diesem Tief die erste Bewegung zur Oberseite. Würden wir hier genau in den Bereich von diesem 61er Fibonacci kommen, etwas höher noch. Andererseits würden wir auch noch in diesem Kanal bleiben, der hier Auflagepunkt hat, hier schon durchgebrochen, hier der erste Auflagepunkt auf der Unterseite ist da noch nichts, also der ist sehr labil, dieser Kanal, dem würde ich jetzt nichts Worthaltiges dazu geben. Wir haben auch andererseits die Möglichkeit, nach unten durchzulaufen und das zeichne ich rot ein. Das wäre diese Bewegung aus diesem Bereich noch einmal nach unten fortzusetzen. Auch das muss man hier ins Auge fassen.
Das hier ist eine ganz verzwickte Situation momentan für den DAX. Es ist alles möglich und heute hat ein Leser geschrieben oder Zuhörer geschrieben, Donnerstag wird sich's entscheiden. Ich gehe auch davon aus, am Donnerstag bekommen wir eventuell den Impuls, der uns dann den weiteren Weg hier im DAX zeigen wird, auch allgemein in den Indizes. Das hier speichere ich so nicht ab. Das nehme ich raus. Wichtig nach wie vor dieser Bereich, ob er sich hier jetzt stabilisiert und nach oben läuft oder seinen Weg weiter zur Unterseite hin fortsetzt. Interessant ist der S&P. Den schauen wir uns jetzt schnell noch einmal an. Warum ist der S&P interessant? Der S&P ist hier von diesem Tief zu diesem Hoch exakt aufs 61er Fibonacci aufgesessen, gepaart mit diesem Unterstützungsbereich und ehemaligen Unterstützungsbereich und ehemaligen Widerstandsbereich. Also hier wäre interessantes Fenster für einen eventuellen Long. Dieser Long könnte dann so aussehen in der Folge, dass wir hier auch eine A, B, C, D zur Oberseite hin handeln könnten. Das wäre hier dann der Zielbereich auf der Oberseite bei knapp 3000 Punkten. Das hier zum S&P, also der scheint mir momentan am interessantesten zu sein, ihn zu handeln. Ansonsten die üblichen Indikatoren lasse ich heute weg. Die sind so widersprüchlich, also hier eine Ableitung zu machen, ist sehr schwer. Was wir noch machen, ist der Xetra 1-Stunden-Chart anzuschauen. Auch hier sieht man, wir sind an der 38er jetzt nach unten abgeprallt. Der Plan war hier schon noch in den Bereich zu kommen bei rund 12.143. Der Lang- und Schwarz-Indikation haben wir das ja geschafft. In der Xetra-Indikation, im Xetra-Handel nicht. Da sehen wir schon vorher mit der 38er immer nach unten abgeprallt. Auf diesen ja angelegten Trendkanal, der eigentlich vom Steigungswinkel hier von den oberen Trendkanälen abgeleitet ist, hier angelegt und hier an diesem Tief angelegt. Eventuell könnte sie hieraus doch etwas ausbilden. Andererseits auch hier ganz klare Aussage, dieser Bereich muss ins Auge gefasst werden, eventuell noch 11.735. Das wäre aber ein ideales Szenario für mich, hier dann long in den Markt einzusteigen. So, das war's hier zu diesem Video zum DAX-Ausblick. Ich wünsche euch für den morgigen Handelstag alles Gute und wie gesagt, zu so 95% mache ich morgen ab 8:30 Uhr Live-Trading bis maximal 11 Uhr. In diesem Sinne, ciao, ciao.